whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir endlich wieder den Wild Turkey 12 Jahre vorstellen können. Ja, eine Zeit lang war dieser 12-Jährige nicht verfügbar und auf einmal bröselte so das ganze Portfolio von Wild Turkey dahin und es gab nicht mehr viel. Hier habe ich mal eine ganze Reihe von Wild Turkeys probiert. Schauen Sie sich die Playlist hier an. Sind schon ein paar dabei. Und nun der 12-Jährige, der genauso wie der eine oder andere von Wild Turkey mit hoher Alkoholzahl, mit 50,5 Volumenprozenten, entsprechend dem alten Bottled in Bond abgefüllt wurde. Wild Turkey, ja, wo stammt der Name her? Der stammt von dem wilden Truthahn ab, der hier überall zu sehen ist. Und der Whisky wurde früher ja von den Truthahnjägern besonders beliebt. Da hat er seinen Namen herbekommen. Die Brennerei liegt wundervoll oberhalb des Kentucky Rivers. Habe ich hier mal so ein Bild für Sie zum Einblenden. Da läuft so ein alter Viadukt drüber, total verrostet, fährt schon längst keine Eisenbahn mehr drüber. So wie Zurück in die Zukunft, Teil 2 oder 3, 3 glaube ich, 3 war es mit der Eisenbahn. Ne? So über so ein Viadukt, da nebendran liegt die Brennerei. Wunderschönes Ding. Was steht hier drauf? Handselektierte Fässer, die reiften und gepäppelt wurden für 12 Jahre, um einen außergewöhnlichen, spektakulär Geschmack und Weichheit erzeugen. Und sie glauben, dass es also richtig ist, wenn wir das als der weltbesten Bourbon bezeichnen. Jo, mit Superlativen habe ich es nicht so, bin ich immer sehr vorsichtig. Aber so im Hinterkopf sagt mir einer, könnte wahr sein. Also so habe ich den Wild Turkey schon auch in Erinnerung, dass das also einer der wirklich herausragenden Kentucky Straight Bourbons ist. Ja. Das war's. Mehr steht da hinten nicht wirklich drauf. Die Flasche, drehen wir mal so ein bisschen rum. Die Flasche, ganz typisch mit der Ausbuchtung hier oben drauf. Wappen, Siegel oder was auch immer. Wild Turkey, 1855 Jahre, gar nicht mal so jung. Steht da noch was drauf? Nein, da steht genau dasselbe drauf. Ja, alte Tradition. Ja, genau, in New Charred White Oak Barrels. Da bei Wild Turkey habe ich im Visitor Center gesehen gehabt, dass die also unterschiedliche Auskohlungsgrade bei ihren Fässern hatten, von 1 bis 4 mit wenig Holzkohle bis viel Holzkohle. Und je mehr Holzkohle da drin ist, umso mehr werden die scharfen Substanzen aus dem Whisky herausgefiltert und umso weicher wird der Whisky. Da war ich jetzt etwas stutzig mit dem Korken, weil der etwas leichter ging, war aber okay. Welch Fülle und welch ungewöhnliche Fruchtaromen da drin sind. Boah. Ach ja, das ist der letzte heute. Ja, genau das, was man sich so als letzten wünscht. Einen voluminösen, starken, vollen Whisky. Und das Besondere für einen Kentucky Straight Bourbon, der ja in frischen Eichenfässern reifen muss, die also nicht vorher x-mal ausgelaugt wurden, nein, sondern frisch sein müssen, sind 12 Jahre eine irre lange Zeit. Ne? Also da holt er raus, was rauszuholen geht, nämlich das Aroma, was ein Bourbon hat und das Aroma, was ein Scotch hat, noch hinten raus. Ne? Also da ist eine ganze Menge drin und das zeigt er auch ganz deutlich. Und die 50,5 Volumenprozente Alkohol sind hier in der Nase nicht wirklich zu schmecken. Zu vernehmen. Schmecken tun wir auf der Zunge, obwohl man hier in Bayern sagt, es schmeckt. Aber meint man, es riecht. Wenn man sagt, es riecht, dann sagt man, es stinkt. Ja, laut Meinungsverschiebungen hier im Süden Deutschlands. Ja, und so ein bisschen Pfannkuchen mit Ahornsirup.
und so eine leichte Orangennote, Saftorangennote. Toll, also das Aroma ist betörend. Das rinnt süß, weich, fruchtig über die Zunge und bringt am Ende, obwohl amerikanische Weißeiche, einen Hauch eines Kakaos. Ja, Kakao. Nicht Kaffee, nicht Schokolade. Ein Hauch eines Kakaos zusammen mit der Süße des Karamells und dem Vanille da drin. Oh. Jo, kann man so lassen, ist einer der besten Bourbons, die ich bislang hatte. Ja, das könnte der Bourbon-Gewinner des Monats sein, auch wenn ich die letzten 30 Tage kaum einen Bourbon probiert habe. Aber er ragt nun wirklich als Leuchtturm heraus. Einer der besten, kann man nicht anders sagen. Also wenn Sie einen herausragenden, wirklich guten Bourbon mal haben wollen, hier, Wild Turkey, 12 Jahre, die extra Jahre Reifung bringt es also wirklich herausragend. Tja, gefällt mir wunderbar. Schauen Sie mal zum Shopsystem nach. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt länger haben werden und hier mal ein schneller, kurzer Deckungskauf, damit man überhaupt einen hat, ist nie verkehrt. Sie müssen ihn ja nicht gleich aufmachen, obwohl, wenn Sie ihn haben, wird man ihn bald aufmachen, weil er wirklich so eine der Besten ist oder der Beste ist, wie draufsteht, glaube ich aber nicht. Es gibt immer was Besseres. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.